붙잡던 그 어느 것 하나 머물러 있어주지 않아. 이 세상 어느 것도 피할 수 없는 마지막이라는 말이. Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge von Sailing Offline. Hier seht ihr mal, wie gemütlich das sein kann, wenn man abends an Bord verbringt. Wir haben den 26. Februar. Es ist immer noch Winter in A Coruña, aber trotzdem in dieser Folge, es ist unfassbar, ich traue es mich gar nicht laut zu sagen, wir werden in dieser Folge segeln. Ich weiß, eigentlich ist ja das der Segelkanal, wo wir alles machen außer segeln, aber tatsächlich ist passiert. Es geschehen Wunder, Zeichen und Wunder. Und ich segel doch nicht mal alleine, denn ich habe einen Mitsegler an Bord. Es gab ja das Video Mitsegler gesucht, darauf hat der Rolf sich gemeldet. Und der war jetzt eine Woche hier gewesen. Wir sind nach Sada gesegelt und die Offi musste aus dem Wasser. In Sada gibt es eine Werft. Und dann haben wir das Baby aus dem Wasser gelupft und untenrum mal alles schön gemacht. Also einen neuen Anti-Frolling-Anstrich gemacht. Ja, kommt mit, seid dabei, habt Spaß, genießt das Video, gebt mir Likes, Kommentare, lasst ein Abo da. Und wenn hier dieser QR-Code aufploppt, dann ist das die Möglichkeit, mir einen auszugeben. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich darüber. Werdet Supporter meines Kanals, gebt mir einen aus, ihr könnt mir ein Bier spendieren, auf der PayPal-Spendenseite könnt ihr mir ein Anlegen, ein Ablegen, ein Zwischenbier spendieren. Ihr könnt euch aber auch an der Bordkasse beteiligen oder mal eine Liegegebühr bezahlen für mich. Ich freue mich, ich bin sehr dankbar für jede Spende und ich werde definitiv auf euch anstoßen. Also bleibt dran, stay tuned, Video ab! It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. Moin, heute ist Sonntag, der 19. Februar. Ich hab sogar mal drauf und ihr glaubt, ob ihr es glaubt oder nicht, wir werden heute segeln. Und wenn ich wir sage, heißt das, ich habe jemanden an Bord und den stelle ich euch mal kurz vor. Hier an Bord ist jetzt der Rolf. Rolf, sag mal Hallo zu die Leute. Hallo zu die Leute. Ja, ich hatte es ja gesagt, Mitsegler gesucht. Rolf hat sich beworben und er hat ein unschlagbares Argument vorgebracht. Er hat gesagt, er würde mir helfen beim Anti-Fouling streichen und Boot schön machen. Und das habe ich dankend angenommen. Und wir segeln heute nach Sada, das ist eine Bucht weiter, da gibt es eine Marina mit einem schönen Travel-Lift und dann geht die Offi aus dem Wasser. Und das Beste ist, ihr seid dabei und kommt mit. Viel Spaß. Bis gleich. Die Offi ist segelklar und jetzt geht's raus. Erster Segelschlag, 19. Februar 2023. Ich glaube, so früh bin ich noch nie angesegelt. Also, geht los. Rolf, hast du alles verstanden? Ja. Du lachst mich aus oder was? Ja. So wie ich es gehört, ist Rolf am Arbeiten. Na Rolf, hast du dir so schön vorgestellt? Und nach Monaten geht's endlich raus, mal wieder aus A Coruña. Das ist geil. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you. So, den ersten Segelversuch haben wir aufgegeben. Es war da ein bisschen Wind, aber wir mussten tief segeln. Jetzt sind wir noch mal ein Stück motort. Und das Schöne ist, wenn man einen Mitsegler an Bord hat, der arbeitet dann auch. Und der Rolf setzt jetzt das Großsegel. Und es ist richtig ein bisschen Wind. Ah, stopp, ja, ist frei als Dach. Und weiter.
Rolf, hast du dir so schön vorgestellt? Ja. Komm, 30 cm noch. Ja, wir sind oben. Du kannst verlegen. Auf der anderen Seite musst du die Genua-Schot noch von der Trommel nehmen. Das ist doch geil, wenn man nichts machen muss. Deswegen segelst du auch. Du, dieses Segeln ist voll scheiße. Glaub mir, das wird sowas von überbewertet. Ja, kannst du einfach lassen. Das hat der Rolf aber schön gemacht. Lass mal gucken. Ich mache jetzt mal die Maschine aus. Und dann gucken wir mal, wir haben ja Zeit. Es sind noch ungefähr 5 Meilen. Und wir schauen mal, ob wir jetzt hier können. Ich bin an der Tankstelle in Sadamar Marina und in wenigen Minuten wird die Offi aus dem Wasser gehoben. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und ich glaube, Rolf kann auch kaum noch an sich halten, oder Rolf? Bist du auch so aufgeregt? Ja, alles hibbelig. Ja gut, man merkt schon, Rolf ist westfälischer Abstammung. Also ich denke, für den Westfalen war das jetzt schon Euphorie, oder Rolf? Ja. Also, wir werden gleich angehoben. Viel Spaß dabei. Sorry, but I'm busy. So you
einmal fertig abgespritzt. Antifouling ist gar nicht so schlimm wie befürchtet, aber wird Zeit, da Neues drauf zu machen. Und ja, es sind so zwei, drei Sachen, da muss ich mal gucken. Also hier sind Abplatzungen am Ruder. Da auch, da muss ich was spachteln, weil das zieht Wasser und dann kann sich da Osmose bilden, das will es nicht. Ja, Ruderlager müsste mal gemacht werden, aber bis zum Winter ist das okay. Da wollte ich nach Almerimar und dann wollte ich immer ein bisschen länger in die Werft. Ne? Ja, sieht auch gut aus, Abfahrtnode ist noch okay. Reicht auch noch bis zum Winter, kann man so lassen. Die Manschette vom Sail Drive wurde erneuert vor 3 Jahren. Das ist auch okay, wobei hier ist sie etwas lose, aber kein Weltuntergang. Ja, hier hinten. Ja, das ist eine Abplatzung, aber das ist ja massiv Metall. Da kann ich keine Osmose drauf bilden. Das ist scheißegal. Am Ende des Tages. Das ist ein Schaden, der war schon gewesen, als ich das Schiff gekauft habe. Da ist irgendwie ein Stückchen vom Kiel abgebrochen. Hat sich nicht verändert, ist auch nicht dramatisch. Also das ist nur hier angeflanscht und hat keine große Funktion. Kielnaht sieht okay aus. Und ansonsten ist der Rumpf glatt wie ein Babypopo. Keine Osmose oder so. Ich bin happy. Sieht gut aus. Wird jetzt neu gestrichen und dann kann es auch wieder ins Wasser gehen. Offi, du bist toll. Ja, nach so einem harten Arbeitstag. Ich brauche erstmal eine Pause und mache jetzt Urlaub, ne? Lecker Kaffee Americano, Aqua con Gas, mit Tomaten. Direkt in der Marina Sada. Urlaub habe ich mir verdient. Das ist Apollo 13. Der Rolf wird gleich mit der Raumkapsel ins All geschossen. Oder wir streichen die Offi. Genau entschieden habe ich mich da noch nicht. So, wie man hier sieht, ist die Offi schön abgespritzt. Er hat abgespritzt gesagt. Ja, es ist ein bisschen feucht vom Regen. Ist nicht das allerbeste Wetter heute. Aber das wird schon gehen. Auf der anderen Seite ist der Rumpf ganz trocken. Das heißt, auf der Seite fangen wir an. Hier. Kein Tropfen Wasser. Geht los. Live a little, flip the page. Give it some more. Getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, thanking you. I thought I was what I told, I thought I was. I thought I was. Ach ja, was alles anstrengend. Oh, das geht jetzt schon in Bereiche von Arbeiten rein, also es ist nicht mein Sektor. Du sitzt eine Tätigkeit bevorzugt. Unschwer zu erkennen, Rolf hat früher im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ne? Lieber im Sitzen arbeiten. Ah, machst du sehr schön. I thought I was what I've been told, I thought I was. Been a long time, baby, been a long time, Lord. Stick with me, maybe, don't let me go.
echt geil. Genau vor der Hafeneinfahrt haben sich 7 oder 8 Fischerboote miteinander mit den Netzen verbunden und mal eben alles zugeparkt. Gab ganz schön Theater, als wir da durch wollten. Gerade abgelegt in Sala Marina. Ich muss sagen, geil. Also wenn ihr mal hier langkommt und ihr braucht was, eine Werft für Boot aus dem Wasser und dergleichen, die waren super Hammer, Oberaffen, Titten, Hammer, geil. Also besser geht gar nicht. Das sind Doppel-Plus mit Dreifach-Sternchen. Preis war auch okay. Also ich habe jetzt für Rein- und Rausflippen 2 Tage an Land stehen 360 Euro bezahlt, kannst du nichts sagen. Und ja, wie gesagt, die war total nett. Und ich würde immer wieder hier hinfahren, wenn ich was am Boot habe. Ne? Aber der Rolf wollte bestimmt auch noch was dazu sagen. Rolf, wie fandst du es? Alles toll. Rolf, du bist immer so überschäumt. Hat es dich auch glücklich gemacht hier? Du warst so begeistert, dass also für einen Westfalen jetzt überschießende, überschäumende Reaktion. Ja, ja, genau. Ja, ihr seht ja, auch Rolf war glücklich in dem Hafen. Also, Sala Marina, Daumen hoch. Ja, es ist jetzt Freitag, der 23. Rolf, was tust? 22., 23.? 23. 23. Genau, heute ist Freitag, der 23. Februar. Wir machen uns hier lecker Frühstück. Donnerstag ist, glaube ich, aber. Donnerstag, genau. Heute ist Donnerstag. Jetzt haben wir es versprochen. Donnerstag ist heute der 23. Und der Rolf weiß das ganz genau, welcher Tag heute ist. Weil, Rolf, warum weißt du das? Weil ich morgen abfahren muss. Ja, morgen ist die Woche rum. Rolf war jetzt eine Woche an Bord gewesen. Rolf, war es denn ein bisschen okay? Ein ganz bisschen okay war es, ja. Ganz bisschen, also ein Stück weit bist du auf deine Kosten gekommen. Ja. Ja. Ja, was hat dir gefallen? Das Segeln gestern. Ja, gestern war echt Wind, ne? Ja. War schweinekalt, ja. Aber wie sind wir gesegelt? Schnell. Schnell. Also wir hatten in Böen in Spitzen 25 Knoten und Rolf kann das jetzt bestätigen. Er hat dann nämlich das GPS abgelesen. Wie schnell war die Offi? 7,5. Für alle Leute, die mal sagen, mit Bavaria kannst du nicht schnell segeln. Das sind ja nur schwimmende Wohnzimmer oder Bavaria geht nur bis 3 Windstärken. 7,5 Knoten, nur mit der Genua gestern ging voll voran. Ja. Rolf, würdest du nochmal wiederkommen oder war das sehr
Gerne. Schwimmen. Gerne. Wenn du mich nochmal mitnimmst. Klar nehme ich dich mit. Hat doch gut geklappt. Wir sind klargekommen. Du warst fleißig, hast gearbeitet. Also alles super. Ne? Also viel besser hättest du nicht laufen können. Ne? Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, frühstücken wir jetzt mal fertig. Ne? Genau. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Also, hang loose. Bis später. Ciao. City lights looking fine, and I know this is my time.